Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, aus Sicht des Justizministeriums waren drei Themen besonders wichtig für diesen Doppelhaushalt. Das war zum einen das Thema Sicherheit, zum anderen das Thema Digitalisierung und als drittes ein Kernthema, das Thema Nachwuchsgewinnung, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der anstehenden Pensionierungswelle, die, und da bin ich Ihnen dankbar für den Hinweis, Herr Dr. Mantay, tatsächlich nicht Kernthema ist in diesem Doppelhaushalt, sondern erst tatsächlich ab 2026 uns in besonderer Art und Weise treffen wird. Dennoch war das eben besonders wichtig und deshalb werden Sie in dem Haushalt eben auch drei besondere Meilensteine dazu finden. Einmal, die Ausbildungsstellen für die Justizfachangestellten sind von 45 auf 105 erhöht worden und es ist sichergestellt, dass die Ausbildung der Mitarbeiterinnen im Vollzug fortgesetzt werden kann, was nicht immer gegeben war. Jetzt aber zu den tatsächlichen Fragen, insbesondere bei den Staatsanwaltschaften und Gerichten. Wie sieht denn das dort aus mit den Stellen und was ist gelungen oder was ist eben nicht gelungen? Dabei möchte ich zunächst mal voranstellen, wie sich im Moment die Entwicklung der Verfahrenseingänge bei den Staatsanwaltschaften entwickelt haben. Es ist richtig, dass wir einen erheblichen Anstieg hatten in 2015 und auch 2016. Wir aktuell, insbesondere mit Blick auf die vorliegenden Zahlen des Jahres 2017, eine rückläufige Tendenz sehen. Vor diesem Hintergrund erachte ich die Personalausstattung der Gerichte und Staatsanwaltschaften für die Bewältigung der Verfahrenseingänge insgesamt auch mit Blick auf diesen Doppelhaushalt noch als auskömmlich. Das insbesondere eben vor der Ausbringung von zusätzlichen Stellen bei den Staatsanwaltschaften, aber auch, und da bin ich dem Finanzminister, der im Moment nicht da ist, sehr dankbar, dass es uns gelungen ist, eine bessere Ausnutzung der bereits vorhandenen Stellen zu vereinbaren, sodass es uns möglich ist, mindestens 12 zusätzliche Stellen zu besetzen. Zusätzlich findet ein Belastungsausgleich statt, nämlich zwischen der ordentlichen Gerichtsbarkeit im Wesentlichen und den Staatsanwaltschaften. Wir haben auch punktuell die Staatsanwaltschaften derzeit schon verstärkt. Seit Mitte 2016 sind insgesamt 20 Proberichterinnen und Proberichter neu eingestellt worden. Klammer auf, es ist uns auch gelungen, sehr gut Qualifizierte zu bekommen. Das heißt, das Thema 15% derjenigen, die also mindestens ein vollbefriedigend machen und für den Justizdienst geeignet sind, ist erfüllt worden. Und von den 20 Stellen sind 14 an die Staatsanwaltschaften gegangen, sodass natürlich der Schwerpunkt der Verstärkung im Moment auch tatsächlich bei den Staatsanwaltschaften gesehen wird. Dass wir das im Blick behalten werden, ist aus unserer Sicht klar. Gerade die Staatsanwaltschaften, wenn Sie das im Vergleich sehen, dann werden Sie bundesweit erkennen können, dass trotz der hohen Belastung wir bundesweit keineswegs schlecht dastehen. Und auch mit Blick auf die Gerichte, Herr Professor Weber, ist es tatsächlich so, dass sich kein einheitliches Bild erkennen lässt. Was wir aber erkennen, und das ist äußerst erfreulich, dass wir in den Zivilgerichtsbarkeiten in allen Rechtszügen seit 2016 deutlich mehr Verfahren erledigen, als eingegangen sind. Das heißt, wir beginnen, Bestände abzubauen. Gleiches gilt auch für die Sozialgerichtsbarkeit, wobei wir im letzten Doppelhaushalt hier eine Verstärkung für die Sozialgerichtsbarkeit in der ersten Instanz erlangen konnten. Und wenn Sie sich den Doppelhaushalt ansehen, dann ist es auch so, dass der Doppelhaushalt jetzt drei weitere Stellen beim Landessozialgericht ausweist, sodass es uns dort gelingen wird, auch dort den Verfahrensabbau zu beschleunigen. Was richtig ist, dass wir bei den Verwaltungsgerichtsbarkeiten im Moment einen Anstieg der Bestände zu verzeichnen haben, wir aber davon ausgehen, dass wir durch die Personalverstärkung, die wir an die Verwaltungsgerichtsbarkeit gegeben haben, auch dort zeitnah jedenfalls sukzessive abbauen werden. Und natürlich sage ich Ihnen als Justizministerin das, was Sie von mir auch sicher erwarten. Es kann immer mehr sein. Aber aus meiner Sicht sind wir auf dem richtigen Weg und deshalb bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie sich hoffentlich heute entschließen, den Haushalt 09 in der gegebenen Form durchzuarbeiten. Vielen Dank.